Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Video von uns. Wir haben das auf Instagram angekündigt, dass wir mal ein Mukbang Q&A machen wollen. Das heißt, wir essen und beantworten ein paar Fragen. Nicht wunderbar, Nebengeräusche, der Kleine liegt hier. Die Kinder sind da und essen auch ihr Essen. Wir haben jetzt nämlich vorhin was beim Chinesen geholt. Ihr dürft auch essen. Also, wie ihr hört, die Kinder sind da schon ein bisschen SpongeBob. Und ja, wir zeigen euch mal, was wir geholt haben. Ich habe hier mit Kuscheleinheit. Danke. Also, für die Kinder haben wir so eine Nudelbox. Ich sitze da mit Mama. Wir labern hier. Wir haben nämlich bei so einem Chinesen bestellt, und da, to go, und da gibt es auch so Nudelboxen für die Kinder. Also bestellen wir immer für die Kinder. Und ich habe mir... Also ich zeige euch mal, was ich mir bestellt habe. Und zwar habe ich Sushi. Ich habe hier Tempura Maki. Sayonara. Sayonara. Gibt es Sayonara? Weiß ich nicht. Wie sagt man? What's up, Digga? Ob dieses Video wohl mal hier angefangen wird? Und hier los, kleiner Bettler. Also, wie mag auch ein bisschen. Ja. Es gibt okay. Zum Futter. Okay, und dann habe ich da noch so Avocado mit Hühnchen genommen. Ich weiß nicht, warum ich Hühnchen genommen habe, aber. Vielleicht lieber Lachs oder so. Ja, das. Und der Papa? Ich habe mir bestellt ein Halbmond. Heißt so. Hä? Heißt so, ja. Ja, das heißt Halbmond. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Wenn ich das aufkriege. Und dann. Die Sophie macht einen ganz langen Schnabel. So, das schaut so aus. Was ist denn das? Also Paprika. Da ist Reis, da ist Entenbrust, Hühnerfleisch, also Hühnerbrust und Gemüse mit Knoblauchsoße. Ja, und das ist meine Lieblingsspeise. Ich glaube, die Sophie mag das gleiche wie der Papa, aber ohne Knoblauch, gell? Leg deinen Maul nicht mehr. Videos drehen, wenn alle Kinder zu Hause sind, ist amüsant. Schauen wir mal, das was wird. Wir wollten ja auch noch Fragen beantworten. Also, die erste Frage. Die Sophie beobachtet dich ganz genau. Ob Sophie, wenn ich jetzt Knoblauch drüber gieße, dann ist... Oh, gib mir auch ein bisschen Fleisch. Mit Knoblauch? Nee, im Hintergrund. Schau. Lisa, komm, setz dich hier zwischen uns. Hier hinten. Und das war's. Jemi hat auch ein bisschen schnabuliert. So, liest du. Du machst jetzt die erste, ich tue ein bisschen mein Sushi da. Okay, die erste Frage lautet, wann fangst du zum Essen an? Gleich. Das stimmt nicht. Das Oh, Sophie, warte mal. Lüge. Schau dir mal das an. Also, die erste Frage lautet, möchtet ihr... Ich. Ja, kein Tuch. Egal, ich mach's auf der Hose. Geht auch. Also, zum dritten Versuch. Die erste Frage lautet, möchtet ihr noch ein Kind haben? What? Liga. Noch ein Kind? Na, ich glaube nicht, oder? Die Michelle im Hintergrund. Ich will damit gehen. Also, ich habe das erste Mal, also seit nach der Geburt vom Kleinen, habe ich das erste Mal ein Gefühl, dass wir komplett sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so ein Gefühl, so, wir sind komplett. Ja, ich glaube auch, dass wir. Also, sechs Kinder ist schon eine Hausnummer. Eine große Familie haben, genau. Und wieder hinten am Boden anpassen. Das ist eh noch zu gewiss. Ja, also, ich glaube nicht, dass wir noch mal ein Kind. Außerdem, wir haben noch viele, aktuell noch viele kleine Kinder, die sehr viel Zeit mit uns verbringen wollen. Wir und natürlich mit ihnen auch. Genau, wir natürlich auch. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir noch ein Kind machen werden. Ja, vor allem sind wir dann auch später, wenn aber zu alt. Kann ich auch bei euch sitzen? Natürlich kannst du auch bei uns sitzen. Ja, ich mache gleich die nächste Frage. So, na Gott, ob wir heute noch Fragen beantwortet bekommen, weiß ich auch nicht. Welche nehmen wir? Da, ich nehme die. Wolltet ihr schon immer eine so große Familie? Ja. Also, echt so groß? Wirklich? Ja, ich habe immer gesagt, 8 Kinder wäre super. 8? Das ist wahnsinnig. Also geht es zeitmäßig nicht mehr aus. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte immer früher immer nur 2 Kinder.
als ich dann mit Papa zusammengekommen bin, hat er immer von 3 geredet, konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber es hat sich mit der Zeit so ergeben und es ist einfach das Schönste überhaupt, oder? Mhm. Es hat sich einfach so ergeben, einfach, ja. Dass das alles irgendwie gepasst, dass wir am Land wohnen, dass wir ein eigenes Haus haben und das ist auch im Beruf so, weil man braucht ja auch Zeit für die Kinder. Und ja, es ist nicht nur so, dass die Familie sich entwickelt, sondern alles muss sich langsam entwickeln, auch im Berufsleben, ne? Mhm. So, also. Die nächste Frage ist jetzt für den Papa. Mhm. Was passiert mit den Hunden? Holt ihr jetzt die Hunde von Rumänien zu euch? Damit sind die Hunde von Papas Tante gemeint. Also, wir werden die Hunde nicht tun sollen, weil das, bei meiner Tante sind sie auch sehr gut aufgehoben. Sie kann sie von das den hat Hunden mehrere auch nicht, Gründe, ja. Sie kann sie von den Hunden auch nicht trennen, weil... Das ist der erste Grund. Sie liebt die Hunde sehr und sie hat auch sehr viel Gefühle investiert. Vor allem, sie hat sie auch schon lange, seitdem sie ein Welpen sind, die meisten. Die meisten waren Welpen, die meisten, also ein großer Teil davon waren auch Welpen, aber alle anderen waren sehr, sehr stark verletzt und sie hat die Hunde gepflegt und wenn man einen verletzten Hund hat und dann pflegst du ihn und dann siehst du, wie es sich immer weiterentwickelt und immer besser wird, naja, man hat schon eine Beziehung zu ihm irgendwie entwickelt und man will es nicht so einfach hergeben. Wir wollten jetzt erst einen holen, einen verletzt, sogar von der Straße, aber wir haben uns eine Gedanken gemacht, was ist, wenn der Hund mit dem Sophie nicht klagt, mit der Amy oder mit dem Beef, was machen wir dann? Ja. Deswegen, sie hat gesagt, sie behaltet sie, ihr geht es auch gesundheitlich schon viel besser, sie hat ein Krankenhaus gefunden, wo sie eine Behandlung gemacht hat. Mhm. Deswegen ist jetzt auf jeden Fall mal nicht geplant, die Hunde zu holen. Jetzt ist auch wieder Lockdown bei uns in Österreich, deswegen ist es schwierig mit Ausreisen und so weiter. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Sojasauce geholt, weil das ist immer so wenig, was die da mitgeben, diese 3 Pakete. Ich mag, wenn das Sushi richtig in Sojasauce getränkt ist. Stimmt. Ja, ist aber leckerer. Also die nächste Frage lautet, Lieblingsserie auf Netflix, welche mögt ihr überhaupt nicht? Lieblingsserie beim Netflix? Welche mögt ihr und also auf Netflix und welche wir nicht mögen? Also 2 Fragen. Lieblingsserie auf Netflix. Es ist schwer zu sagen, weil wir versuchen jedes Mal immer eine neue Serie zu schauen. Also zusammen gibt's nicht. Das ist sehr schwer. Wir haben verschiedene Geschmäcker, was Serien anschauen. Also die Mama schläft immer ein. Stimmt gar nicht, der Papa schläft immer ein. Ich krieg diese Sojasauce nicht auf. Also wer schläft ein? Der Papa natürlich. Na, dann kann ich das auch machen. Ja, bitte. Wir schaffen es ehrlich gesagt nicht so wirklich, so Serien zusammen zu gucken. Ja, weil wir auch verschiedene Geschmäcker haben. Also ich schaue ja mehr so mit Drogendealer, Bankräuber und so weiter. Und die Mama schaut ja so Liebe. Ja, so mit Liebe, Drama. Oder, ja, das mag ich. Und wir haben letztes Mal eine Serie angefangen, die heißt wie? Ozark. Ja, das finde ich nicht schlecht eigentlich. Ist gut, ja. Aber wieso haben wir nicht mehr weitergeschaut? Wir haben dieses Ozark, wie weit sind wir gekommen? 4 Folgen oder 5? Ist auf jeden Fall spannend, aber wir fangen immer so spät zum Schauen und danach schlaft entweder ich ein oder der Papa. Ja. Ja, ja, Musik im Hintergrund. Danke, Luisa. Mhm. Und welche mögt ihr überhaupt nicht? Keine Ahnung, die mich überhaupt nicht ansprechen, die schaue ich einfach. Ups. Was ich am liebsten auf Netflix schaue, sind übrigens Dokus. Mhm. Die sind wirklich gut gemacht. Über Natur, Fische. Nein, nicht diese, die sind langweilig. Oh ja, die sind auch schön. Ich meine, ich schaue gern so Krimi-Dokus. Zum Beispiel das jetzt, das aktuellste war ja das mit diesem Hotel, wo dieses eine Mädchen da verschwunden ist. Das war super spannend. Also wo sie komische Bewegungen gemacht hat. Also genau, genau. Im Aufzug, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geheißen hat. Ich mag wieder essen. Okay. Du magst wieder essen? Hol dein Essen auch her, Luisa. Welches Lieblingsessen muss es bei euch oft geben? Schnitzel. Ja, ich wusste, dass das kommt. Also Schnitzel, das ist auf jeden Fall Kinderwunsch. Das, also von den Kindern der Wunsch, dass es immer Schnitzel gibt. Aber der Papa macht auch die besten Schnitzel, das habe ich schon mal gesagt. Dankeschön. Und die Kinder, das ist das Einzige, wo die Kinder ohne Meckern problemlos essen, oder? Oder Spaghetti Bolognese. Also wenn ihr weinende Kinder habt, Papa Schnitzel nachmachen und alle zurück zu Hause. Ja. Haben deine Kinder Großeltern?
Gute Frage. Was glaubt ihr, ne? Also ich glaube schon, oder? Ich glaube auch, oder? Jedes Kind hat doch Großeltern. Also wahrscheinlich ist die Frage so allgemein gemeint, wie der Kontakt oder sowas ist, aber tatsächlich haben die Kinder ja nur mal 3 von 4 Großeltern. Also der Opa, also der Papa von Papa, der ist gestorben, da gab es nur den Patrick, ja. Die Michelle war dann noch nicht auf der Welt. Oder? Ich war nicht mal schwanger oder so mit der Michelle. Nein, die Michelle war noch nicht, glaube ich. Na, 2008 ist er ja gestorben und ja, die Michelle ist 2010 zur Welt gekommen. Ja, und mein Vater wohnt in, auch in, also mein Vater wohnt in Graz, das ist ungefähr 250 Kilometer von hier entfernt. Also ja, ist nicht quasi um die Ecke, aber auch nicht so weit weg. Ist nur halt schwierig jetzt mit Corona und dem ganzen Zeug, dass man ja sich da halt auch besucht oder so, ist auch schwierig. Und der Papa, der hat halt noch eine Mama in Rumänien. Kasachstan. Kasachstan? Bist du Borats Bruder? Ja, nein, Bruder heißt Borat. Bist du doof? Nein, also der Papa hat noch eine Mama, die wohnt in Rumänien. Und ich habe auch eine Mama, die wohnt auch in Graz. Aber da ist halt, zu meiner Mama ist leider gar kein Kontakt. Ja, morgen gehen wir Fahrrad fahren. Aber das ist im Dunkel. Ja. In Dunkelheit gehen wir nicht. Luisa. Aber was ist im Wasser? Habe ich mein Wasser noch? Die Luisa hält das Ganze hier spannend. Die nächste Frage lautet, wie geht es dem Papa? Vielen Dank, mir geht's super gut. Gesundheitlich auch gut. Ich habe manchmal noch Rückenschmerzen wegen dem Bandscheibenvorfall. Ich bin noch nicht angerostet, ich bin 40. Lass mal kurz reden. Warum nennt ihr den Papa immer Papa? Weil ich der Papa bin. Ja, gute Frage, oder? Aber ich meine, schreibt es mal unten in die Kommentare. Meine Mama, also wie es bei euch zu Hause war, schreibt es in die Kommentare, weil meine Mama hat meinen Papa damals auch Papa genannt und mein Papa hat meine Mama Mama genannt. Ich weiß nicht. Ich meine, bei mir war nicht so, aber wir haben schon, nein. Ja, deswegen, ich kenne es gar nicht. Wir haben so Spitznamen, ja. Also so, so eine Art wie Schatz oder irgendwas, ja. Aber so Mama war er nicht. Okay, na siehst du, das ist spannend, weil meine Eltern haben sich schon so mit Mama und Papa genannt. Und deswegen kenne ich es gar nicht anders. Ich habe es bei anderen auch schon gehört, dass sie sich so untereinander reden. So, ich bin eigentlich fertig. Magst du das letzte Sushi? Ich kann immer. Natürlich. Diese Hühner-Sushis, sind die gut? Ups, ist am Boden gefallen, die Sushi? Da ist so viel Sojasauce reingegeben. Also, die nächste Frage lautet, schläft eure Kleine mit bei euch im Bett? Hey. Und machst du Seitenlage oder Rückenlage? Papa. Hä? Und, what? Und mach du Seiten, also wenn man sich... Ah, ich weiß, ey, kannst du nicht lesen oder was? Wenn sich derjenige ein bisschen vertippt hat, dann ist das halt so, dass man es blöd. Ist alles am what? Kann man sich gut vorlesen. Also die Frage ist, ob der Kleine bei uns im Bett mitschläft und ob er auf der Seite schläft oder am Rücken. So ist die Frage. So. Und der Kleine schläft natürlich mit uns im Bett. Wir haben ein riesengroßes Familienbett, das ist 2,40 Meter, oder? Da passen nur 3 Kinder rein. Genau, das haben wir uns damals extra geholt. Aber wir holen keine mehr im Bett. Als die Luisa noch bei uns mitgeschlafen hat, der Papa war da richtig arm, der hat ja richtig auch fast auf dem Nachtkästchen geschlafen, deswegen haben wir uns das damals geholt. Und wir haben richtig viel Platz. Ich habe mich gefühlt damals wie im Bundesjahr. Immer auf irgendwie vorbereitet, für alles vorbereitet. Ja, genau. Eigentlich haben alle unsere Kinder im Rücken geschlafen. Auf der Seite kann er gar nicht schlafen. Der würde sich zurückrollen. Ich kann ja gar die Frage nicht beantworten, weil ich schlafe auch in der Nacht. Ich kann nicht wissen, wie er schläft. Ich weiß nicht einmal, wie ich schlafe. Ja, genau. Ich kann nur sagen, manchmal sehr tief. Na, Baba schnarcht, nur damit ihr das wisst. Oh, ihr sollt einmal die Mama hören. Bist du Wahnsinn. Ich kann euch eine Audiodatei einblenden von Baba, wie er schnarcht. Ja. Haben wir das hier noch irgendwo? Welche möchtest du? Bebe Schnarchbär oder Schnarchen 2? Vom Februar oder vom September? Ja, Schnarchen 2, glaube ich, ist besser. Das war nicht. Das stimmt nicht, das ist ein Bär oder irgendwas. Oder wir haben das nochmal. Was ist hier passiert? Mama, hab Angst. Wieder Angst. Also, ne?
Der Papa schläft tief und fest. Ich kann zeitweise nicht einschlafen, weil er so laut schnarcht. Deswegen schnarchen eure Männer auch? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Papa hat Angst vor dem Bär. Ja, hast du gehört? Hast du gehört? Sie hat gesagt, ich habe Angst vor dem Bär. Ich habe manchmal auch Angst, Luisa, vor dem Bär. Luisa, mach doch keine Angst. Wenn dieser Bär, der es so macht, schläft, er kommt nicht raus. Supportet ihr LGBTQ? Ich habe da mal, weiß ich mal, was das ist. Ich habe mich gefragt, was ist das LGBTQ? Also damit ist ja gemeint die ganzen Schwulen und Lesben, Transsexuelle, alles Mögliche, das gehört da dazu. Inwiefern supporten? Ich weiß nicht, vielleicht meint sie damit, ob wir was dagegen haben oder... Ach so. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich denke mal. Also ich bin, ehrlich gesagt... Wir sind offen für alles. Nein, also ich meine nicht, dass wir das machen, aber... Also ich bin nicht offen von alles. Der Papa meint damit, er ist heterosexuell, oder? Ja. Also mich interessiert eigentlich nicht, was die anderen für eine sexuelle Orientierung hat oder was er nachts im Bett macht. Es ist halt sein Ding. Ja, jeder kann machen, was er will. Genau, mit sein Ding. Ja. Und ja, deswegen... Wir haben sogar Leute im Bekanntenkreis, die... lesbisch sind oder auch schwul. Genau. Also damit haben wir überhaupt... Und ich habe schon mal öfter auch in der Arbeit als Vorgesetzte gehabt. Ich habe, glaube ich, zwei Vorgesetzte gehabt, also verschiedene Arbeitsplätze. Die waren schwul und ehrlich gesagt waren die mega nett. Also, ja, leider mit dem nichts zu tun. Also für mich war kein Unterschied. Das ist so wurscht. Es gibt überall, nette und komische Menschen, seltsame Menschen. Das heißt, das hat mit sowas nichts zu tun. Das macht nicht den Charakter aus. Genau. So, jetzt lesen wir noch eine Frage vor und dann ist hier Schluss, weil... Wir brauchen schon einen Psycholog. Die Luisa mit ihren ständigen Gesinge und mit den Nerven am Ende. Und der Kleine schläft gleich ein. Bitte, lese diese Frage vor. Okay. Also, die letzte Frage ist, wollt ihr noch eine Tierhilfe für die Hunde in Rumänien gründen? Wir würden vielleicht eine nehmen. Weil wir haben ja gesagt, dass wir eventuell einen Tierschutz oder so gründen wollten. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht machen. Wir haben uns sehr viel darüber informiert und es ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. Man braucht zwar nur zwei Personen, das heißt, wir könnten es theoretisch machen, aber das ist so viel Rechtliches dran und so viel... Die ganze Bürokratie im Hintergrund. Es ist zeitmäßig für uns, glaube ich, nicht machbar. Ja, es ist also mit den 5 Kindern und mit YouTube und dem ganzen anderen Kram, was wir noch dabei haben, das ist zu viel einfach. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir die Tante weiterhin wie bisher auch finanziell unterstützen, was wir eh machen. Wenn sie Hilfe braucht, gesundheitlich, dann wird der Papa immer wieder runterfahren. Und viele haben von euch ja gefragt, ja, ob man irgendwie die Tante finanziell unterstützen könnte. Das ist so lieb von euch. Danke vielmals für dieses Angebot. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben uns vielleicht überlegt, dass ich so eine Amazon-Seite anlege. Wenn ihr wollt, da könnt ihr da so... Egal was, könnt ihr dann was... Man kann da, glaube ich, nämlich was kaufen. Genau, Futter halt. Da Futter so reingeben und ich weiß nicht. Also ich werde mich da informieren, wie das geht. Dass man da, damit ihr auch seht, wo das Geld hinkommt. Das heißt zum Beispiel, ich glaube, bei Amazon kann man sich nämlich so eine Wunschliste zusammenstellen und von dort kann jemand irgendwas kaufen. Wie zum Beispiel Trockenfutter oder was ich nicht so. Ein Korb oder eine Decke, Wasserspender, sowas, solche Sachen halt, die sie dort vor Ort brauchen kann, wenn wirklich jemand so lieb ist und ein paar Euros entbehren kann. Weil sonst weiß ich nicht, wie das ist mit Spenden annehmen oder so. Das ist so ein bisschen. Ich glaube, man darf ja nicht so. Spenden annehmen, da kenne ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ist denn das? Zum Beispiel bei diesen, die gibt es ja auch so Spenden auf Instagram, so Anfragen immer so von kranken Kindern oder so Operationen. Ja, da musst du schon einen Verein. Ja? Nein, ja, wahrscheinlich. Ich, wie gesagt, rechtlich gesehen habe ich keine Ahnung, wie sowas man abläuft. Man darf schon, glaube ich, Spende annehmen, aber man muss irgendwie so wie in einen Verein angemeldet sein. Und ja, die Spende geht von dir dann an den Verein und dann den Verein dann. Ich weiß, also gibt es weiter sowas in dieser Richtung, aber es ist zu kompliziert und. Wir wollen auch irgendwie keine. Genau. Es geht eigentlich nur eine Aktion von uns eigentlich, aber wenn ihr auch natürlich mitmachen wollt, irgendwas zu spenden wie Futter, ist es natürlich willkommen. Ich bedanke mich auch sehr. Nicht nur ich, glaube ich, die Hunden auch und meine Tante auch. Genau, dann kannst du es dann nach Rumänien fahren wieder beim nächsten Mal. Und wenn, wie gesagt, für die Leute, die ein bisschen was unterstützen wollen,
Sonst möchten wir ungern Spenden annehmen, weil es ja einfach, ja, wir wissen nicht, wie es rechtlich ausschaut und bevor wir da irgendeinen Fehler oder so machen, keine Ahnung, wir wollen einfach keine Probleme oder so. Ja, das war's jetzt, oder? Mit dem Essen ist auch mal auch fertig, ein paar Sushi sind übergeblieben, aber Sushi ist eh egal, das kann man auch, das isst man ja aber eh. Aber der ist wirklich lecker, habt ihr probiert? Hast du mal probiert? Nö, ich habe jetzt keinen Hunger. Wieso hast du das gekocht? Ich habe jetzt keinen Hunger mehr und dann kann ich mir das überhaupt jetzt nicht vorstellen, was ich das esse. Ja, na gut, mein Lieben. Ich hoffe, unser chaotisches Mukbang Q&A hat euch gefallen und... Mir hat gefallen, hat euch auch gefallen? Mir hat es auch gefallen. Es war ein bisschen stressig, wenn die Lisa dazwischen singt. Der Kleine ist auch schon bed-ready, deswegen werden wir das Video jetzt beenden. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.